Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit mir, den Kamin. Und ja, der Schuh, der drückt ein bisschen, denn wir sind kurz vor der Horde. Und ich habe jetzt erstmal hier rundherum an unsere Villa de Casa altfrei gekloppt. Das heißt, wir müssen jetzt bloß noch Spikes ringsherum machen. Und dann kicken, wie weit wir kommen. Ich weiß bloß, dass es sauteuer ist. Ich habe gerade mal 3 Spikes bis jetzt. Toll. Ups, ich reiße hier erstmal halt um. Spikes. Ich mache erstmal ein paar Spikes. 27, das ist ja nicht mal so schlecht. Aber schon mal 30 Stück. Ist die halbe Miete. Das ist die halbe Miete. Das Dumme ist, wir haben erst von innen die eine Seite fertig. Das heißt, wenn die Zombies von der anderen Seite kommen, habe ich ein Problem. Ich weiß, aber die laufen hier so oft rum. Wie gesagt, normalerweise mache ich die nicht kaputt. Weil kannst du mal Villa looten. Aber jetzt habe ich das mal gemacht, weil wir laufen hier so oft rum. Also da wird nicht respawnen. Aber sonst, halt. Was ein bisschen weiter weg ist, wo ich seltener lang laufe, lasse ich auch. Ist besser. Weil wenn ich das auseinanderschnipse, habe ich bloß generell ein paar Federn mehr. Aber lasse ich das stehen, habe ich generell mehr. Weil das respawnt ja immer mehr. Also nicht mehr von Hinsicht, oh, nächstes Mal sind 20 drinne. Nee, weil da immer welche respawnen. Genau. Nur mal so. So, warte mal, ich muss das mal kurz hier ändern. Gut, die werden erstmal hier eh alle kaputt kloppen. Ist das alles eigentlich bloß Fake? Dahinter ist doch der Zaun, ne? Genau. Wenn ich das nämlich so wegmache, dann kann ich mich da durchschießen. Aber die müssen sich trotzdem durchfräsen. Tatsache. Das ist eigentlich ja nicht so. Das mache ich danach erstmal alles Spikes aufsetzen, rinsetzen. Weg, denn sind die da ein bisschen beschäftigt und ich kann sie trotzdem abknallen. Das ist eigentlich ja nicht so eine dumme Idee. Also erstmal halt ich dafür. Oh Alter, das ist... Ups, das war einer zur Fälle. Naja. Das ist eine ganz schön teure Angelegenheit. Gut. Ich werde wahrscheinlich denn da oben stehen und die Zombies denn von einer Ecke zur anderen Ecke ziehen. Wahrscheinlich wird das so ablaufen. Sag mal, kann ich die abbauen? Nee, ne? Ja. Da haben sie nicht geändert. Gut. Würde auch keinen Sinn ergeben. Warum soll so was abbauen? Ich hab's nicht gesehen, Leute. Entschuldigung. Letzten Folge. Bestimmt. Du hast doch alle zum Essen da. Süßer, das denn nicht. Nee, ich hab's nicht gesehen. Sonst hätte ich es ja gegessen. Was? Wo? Links, rechts, geradeaus? Ist bloß so. Was? Ich glaube, das ist bloß so. Bam, bam. Das ist doch der hier so Walzer, der Takt hier. Ram pam pa, ram pam pa. Das ist der Zombie-Walzer. Die Ausdauer. Ja, ja. Gut, ist doch gut, Junge. Mann. Krieg mal hin. Lock her. Übern Hock her. Ich gönn mir mal einen Kaffee.
Wie gesagt, eigentlich wollte ich ja jetzt so machen, dass wir teilen können, ein paar Spikes machen und Knochen und so, ne, für Klebestreifen und so, aber ich glaube, das wird erstmal nach hinten verschoben. Ich krieg das sonst nie hin. Muss ja abgesichert werden. Macht ja keinen Sinn. Timber. So, das sind die nächsten 12. Das ist schon mal ganz, ganz gut, ist das da. Das ist gut. Muss weg. Die ist mir zu natürlich. Sag mal, Honig. Normalerweise geht das ja. Aber das ist ja mal bloß ein bestimmter Prozentsatz. Ne? Und ob das jetzt immer noch so ist, in Alpha 19, ich weiß es ja nicht. Ich weiß das nicht, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr wisst, ob ihr das schon ausprobiert habt. Oder ob ihr ja keinen Honig mehr hebt im Baumstümpfe. Der Karbin. Völlig uninformiert. Das gibt es doch schon ewig nicht mehr. So, den auch noch weg. Wir probieren das da nochmal. Wie heißt das? Wir haben das letzte Mal ja auch gemacht. Jetzt nochmal. Alle Dinge sind 3. Gut. Ich habe keinen Honig gesehen. Es war das 3. Mal. Wahrscheinlich gibt es keinen Honig mehr. Okay. Nur um nochmal sicher zu gehen. Ich probiere das bloß mal aus. Okay, es gibt doch noch Honig. Für die Wissenschaft. So. Spieks. 3 Stück. Und da kommt auch noch eine ganze Traube. 6er und... Ja, ja. Ja, ja. Alle gut. Hä? Also. Ich hab ihn nicht gesehen. Ich hab's einfach nicht gesehen. So, ich glaube, wir sollten erstmal wirklich so, wie normal wäre, erstmal hier rumsetzen. Dass wir wenigstens ein paar Spikes haben. So, warum passen das jetzt? Ach, ich hasse das. Jetzt muss ich das doch wegknöpern. Nee, ich muss bloß das wegknöpern. Ja, ja. So ist mit dem Licht. Mal brennt's, mal brennt's nicht. Gut, Zinfix. Wollt doch den wegknattern. Och komm, Junge. Du schaffst es. Los. Tja-tja. Das heißt Chaka-Gabin. Wir machen hier keinen Tanzkurs. Ja, zum Glück dauert der bloß am Anfang so. Ich könnte schlimmer kommen. Ich staune, Alter, wir bauen hier um. Bis auf die 2 Schreithussen und, naja, okay, die Wanderhorde. Das war in der Nacht gewesen. Das könnte eine ganz normale Wanderhorde gewesen sein. Und flupp, jetzt müssen wir passen. Gut, die müsste ich aber trotzdem wegmachen, weil wie gesagt, ich müsste ja mehrere Reihen machen. Naja, halt so. So ist richtig. Jetzt können wir das ruhig auch wegmachen. Jetzt ist es egal. Also jetzt bloß das eine Stück hier, ne? Oh, anstrengend. Oh. Geht doch.
Geht doch. So, jetzt kann ich das da reinmachen und zur Not kann ich mich sagen, so, Silter, ne? Das haut hoch hin. Na Junge, nee, das ist ja wie geplant. Muss ich bloß mal, die vorne schon beschädigt waren durch diese Schräghusse. Ich glaube, ich habe die schon ein bisschen angefangen. Dazu repariert. Ne, ich habe die repariert, ne? Also rein theoretisch schon ein Stück, die schon repariert haben. Müsste. Kruzifix. So, das war's. Das war's. Ich bin eh mal rum. Fiedelbumm. Und ihr seht, das reicht immer noch nicht. Und das Mikrofon rutscht immer weiter runter. Das ist kein muted Zeichen. So, ich brauche noch mehr Holz. Ich brauche mehr Holz. Ich bin stolz, ich brauche mehr Holz. Ja, ja. So, und wenn ich jetzt überlege, dass jetzt gerade 60, bis über 60 Spikes waren. Na toll. Das bedeutet, wir brauchen mindestens noch 180 Stück. Minimum. Juhu. Für die vier Reihen. Ja, das wird schön. Ja, das Haus, das lächelt mich schon wieder so an. Das juckt. Ich will darin. Aber wie heißt es immer so schön? Wenn juckt. Einfach nur kratzen. Ich muss in eine andere Richtung. Sonst, wenn ich jetzt in der Richtung weiter holzen hier, stehe ich irgendwann im Haus drin. Ups, wie bin ich hier reingekommen? Ja, ja. Ich warte mal. Erstmal eine Mittagspause machen hier. So, zieh das mal rein. Lecker Schmackofatz. Ja, hier. Und nochmal. So, das müsst ihr jetzt hier gestackt haben, ne? Ich sag einfach erstmal. Ja, Moment mal. Da. Komm, ich hab dich gesehen. Brauchst dich nicht verstecken. Nicht vor mir. So, warte mal. Warte mal, bevor wir das machen, mache ich erstmal hier. So. Spieks. So ein paar Pfeile und dann wieder ein paar Spieks, dann wieder ein paar Pfeile und dann wieder ein paar Spieks. Das ist doch schön. So kann man nicht rennen, Karabin, die auch. Magic. Was ist denn das? Bist du jetzt da oder bist du nicht da? It is fake. Jetzt ist das wieder da. Was ist denn das? Und war das nicht gerade ein Laubbaum? Das war doch ein Laubbaum, oder? Gut, jetzt ist da ein Laub. Ja, okay, ich will nach Hause. Mama! Hier gehen ganz komische Dinge vor. Ich wollte doch das Spiel nicht kaputt machen. Ich glaube, das ist die Rache der Bäume. Sie verfolgen mich jetzt. Oh, du grausame Welt. Heißt es, wenn der Baum fällt. Oder so. So, hier ist eine Strinne, ne? Der sieht ziemlich leer aus. Damit denn in Kurven gehen, das ist auch wieder einfacher.
noch was? Nee, da ist nichts drin. Nicht. Da ist ja überhaupt nicht. Da. Zombies. Ich sehe Zombies. Ich sehe tote Menschen. Na? Entdeckst du mich? So. Mädel. Ja. Ganz deiner Meinung. Zielübung. Boah, Alter. So schlecht zielen, war ja schon lange nicht mehr. Zielen war gestern. Na, was bringst du mir mit? Es ist eine Steinpicke in Orange. Yay, genau das habe ich gebraucht. Dankeschön, Spiel. Find die Knufte. So, warte mal, ich werde das... Cool, die ist eigentlich noch ziemlich gut. Na gut. Das hatten sie gesagt, ja, dass es schwerer wird, das Zeug zusammenzukriegen am Anfang. Und ich glaube, die ganzen harten Sachen kriegst du erst ab Level 100 oder so, ne? War das nicht irgendwie so? Und ich glaube, mechanische Zeug soll auch ziemlich spät kommen. Also level-technisch mäßig. Psst. Verrät's uns ja noch. So, da ist noch ein Baum. Der muss weg. Der muss weg. Also, Timber! Gut. Übrigens, da habe ich letztes Mal auch reingekickt, ne? Bei Echo. Da haben sie auch die Texturen überarbeitet. Jedenfalls sieht es so aus. Aber jetzt zur Zeit, ja. Könnte ein bisschen knapp werden. Obwohl, ich habe letztes Mal echt mit den Gedanken gespielt, aber ich habe jetzt noch ein anderes, was ich versuche durchzuziehen. No. Müssen wir mal kicken. Das gibt nicht so viele Zeit, wie ich eigentlich haben möchte pro Tag, dass ich das halt durchziehen kann. Ja, du musst nämlich der Tag mindestens so 48 Stunden haben. Es geht nicht. Es geht nicht. So, da haben wir jetzt auch noch Villa welche. Ich stell die erstmal auf. Stück für Stück. Ja, ich finde, der Tag hat viel zu wenig Stunden. Das ist kacke. So, die zweite Reihe. Ja, wir können hier mal einen Wechsel machen. Alter, dass du das nie siehst, das ist kacke. Manchmal. So, 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 so. Na gut, wenn die von hinten angreifen, vielleicht haben wir Glück, dass sie die Kante wegkloppen. Hm. Kruzifix. Spart uns ein bisschen Arbeit, ne? Krollolo. Krollolo. Mach mal hier kein Fake. Fusch. Kabin. Fusch. Ja, das auch. So, warte mal, das muss ich denn auch noch?
Die Front ist ja soweit fertig. Sag mal, kann das sein, dass ein bisschen, das sieht immer so aus, als ob das ein bisschen überstehen tut, wa? So, das ist Reihe Nummer 3. So, du musst weg. Gestrüpp. Ich sehe hier nur Gestrüpp. Ja, sorry, ich hab Langeweile. das ist immer der Anfang. Der ist immer so träge, so schwer. So. Gut, dann haben wir das auch. So, die nächsten Bäume. Könnte aber schon mal... Alter, 42 Bäume. Na denn. Ja, ich drehe sie erstmal eine 20 Minuten rum. Einfach hier mal so querbeet hier. Alter, wenn die jetzt alle auf einen Schlag denn wachsen, dann Prost Mahlzeit. Ja, Junge. Streng dich an. Das wird schöner, dichter Wald. Alter, wenn der wachsen tut, Alter, wird das erstmal ganz schön anders aussehen auf jeden Schlag. So, der das Nest kann auch weg. Weil ich nämlich da auch vorbeilaufen werde. So, dich habe ich gesehen. Du musst auch weichen. So, ich kurz hier fixieren. Das war's. Ich hab's geschafft. Krass, wo bin ich denn jetzt überhaupt? Am Hotel. Alter, das Junge, nee, wenn die wachsen, Alter. Warte mal kurz, ich muss mal kurz hier vorher und nachher. So. Gut. Kein Schwein. Obwohl ich das ja auf Video nehme. Nachhaltig nennt man sowas. So, da ist auch noch Müll. Ein Knauf. Obwohl, den hätte ich stehen lassen können. Der ist eigentlich... Ich weiß nicht, wie der Radius ist. Den Abstand haben muss, um zu spawnen. Dass das Zeug spawnen tut, so. Ich weiß das jetzt ja nicht. Haben wir auch eingesackt. So, ich werde mal gleich mal ein paar Pfeile wieder herstellen. Spieks. Ja, so eine Folgen sind immer die interessantesten. Aber wie gesagt, sobald wir bessere Werkzeuge... Ja, okay, wir haben ja schon grüne Werkzeuge. Aber es wird besser. Das ist ja immer so. Sind das da im Hintergrund? Habt ihr das gesehen? Geh mal weg, Baum. Da fehlt ja die Hälfte des Hauses. Wir brauchen bloß noch zwei Reihen. Also nicht ganz. Und wie läuft's? Fein, fein. Wir ziehen gut durch. Wer macht denn da ein Loch hin?
Rücken ist eigentlich ja nicht so angekratzt. Schmackofatz. Jo, eingenäht Essen. Mit einen Spiebusch. Oder besser gesagt, ich habe jetzt gerade einen Speed-Bonus. Oder Ausdauer-Bonus. Was ist denn das andere? Also Nahrung haben wir. Ausdauer-Bonus und Gesundheitswiederherstellung. Okay, das ist jetzt auch schon wieder zu Ende. Naja, man soll ja auch immer gut gestärkt arbeiten, ne? So, nochmal 34 Stück. Das ist doch schon ja nicht mal so schlecht. Jetzt sieht doch ja nicht mal so schlecht aus. So langsam, aber sicher nimmt die Form an. Aber ich staune. Also, wo wir hier gestartet sind, Tiere und jetzt alles weg. Es ist alles weg. Wir hatten jetzt bis jetzt einen Wolf gehabt. Ne? Schweine in den Haus. Da ist ja noch eine Sau drin. Die könnten wir eigentlich rein theoretisch platt machen. Jo. Und ja, ich hab mir das überlegt. Ihr sollt mir aber vorher ein anderes Messer machen. Qualitätmäßig mehr Fleisch. Könnte nicht schaden. Es könnte nicht schaden. Ach ja, die Ausdauer. Die Ausdauer. So. Die nächste Reihe. Es kommen keine Zombies vorbei, ich bilde mir sie das schon ein. Wie immer. So, du musst auch weg. Man sagt ja immer, man träumt von denen, was man haben will oder so ungefähr. Naja. Zombies? Echt jetzt? So, und jetzt die letzte Reihe. Dann haben wir das erstmal so weit hinter uns. So. Ja, ich drehe das nochmal. Jetzt haben wir schon wieder einen Quersteher. Na komm. So, den da. Das geht doch. Es geht doch. Machen wir heute noch fertig, alle Tiere mit den Spikes, so dass wir morgen noch ein bisschen rumpesen können. Ich muss ja hier noch ein bisschen was sehen von der Karte, bevor die Horde kommt. Die Horde! Frage ich mich, ob wir das schaffen, denn in den kurzen Zeitraum bis zur Horde das Hotel zu plündern. Ja. Das stellt mir gerade echt die Frage. Oh, Alter. Das mit dem Holz, also dass das so lange dauern tut. Obwohl, hätten wir uns eigentlich denken können. Oder beziehungsweise hätte ich mir denken können. Ja. Wie gesagt, wir machen das ja nicht das erste Mal. Und ich muss auch sagen, sonst, wir haben ja mal einen Würfel gemacht und so ein Haus abzusichern, ist schon eine andere Schuhgröße.
wenn du hier so einen Würfel, da machst du 3-4 Reihen hin. Fertig zu. Kannst du rumspazieren gehen. So ein ganzes Haus absichern ist schon wieder bei dir ein Sandritt. Aber wie heißt es so schön in dem Lied? Es geht voran. Keine Atempausen. So, schön. So, da war noch eine Lücke, das habe ich gesehen. Das könnte genau die Lücke sein, wo es durchkommt. Das dulde ich nicht. Ich glaube, wir könnten das da. Aber wir werden das so ja schaffen, morgen ins Hotel drin zu gehen. Mit einem Blunderbass und mit einem Bogen und einem Knüppel. Das wird interessant. So ja für mich. Weil wie gesagt, durch die neue. Ja, erstmal aufkloppen. Wie gesagt, ich kann beim besten Willen das nie einschätzen. Obwohl, die haben ja nicht die Zombies so in der Hinsicht geändert. Die sehen doch bloß anders aus. Was? Wo? Oh, Alter. Stimmt, dramatische Musik bei den Kampf hört sich anders an. Wenn die Ausdauer nicht wäre. Aber die Hintergrundsmelo... Grunz. Die Hinter... Ach, da ist ein Zombie. Die Hintergrundsmelodie ist ja schön... aufdringlich. Na komm. Hier, komm mal her. Ich zeig dir meinen Knüppel. Und sie sagt uns noch, ja. Sie wild. Oh oh. Und daneben. Ins Hals. Ins Hals. Gib mal wieder zurück, danke. Gut, denn das kann ja was werden. Das auf dem engen Raum. Da kommt Freude auf. So, 13 Stück muss reichen. Das wird reichen. Und danach Hotel. Ob wir das ganze Hotel schaffen, ich weiß es nicht. Ist nämlich ziemlich groß. Und wie gesagt, also eigentlich, wir müssten eigentlich hier noch die Wände kloppen, wegkloppen. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr in Sachen Pickel erstmal sehen für ihn. 2 Tage. Leer machen, bevor wir losgehen. Oh, Alter, kleckerweise. Los, komm! So, ich mach das noch. Clean, vielleicht kriegen wir ja dann auch noch eins wieder raus. So. Schön. Pass auf, und dann kommen sie von vorne und direkt durch den Durchgang. Echt jetzt? Der waren wirklich alle. Und ich krieg nur einen raus. Ist das nicht schön? Shit, Alter. Habe ich mir jetzt anders vorgestellt. Gut, Leute. Ich werde jetzt noch den einen ransetzen und wir gehen morgen ins Hotel. Ja. Also, bis dann. Tschüss.